Heute das und mehr in diesem Video. Ich bin Uli und los geht's. Und mit diesen Bildern der magisch wachsenden Bäume heiße ich euch recht herzlich willkommen hier auf Tränendreams. Jeden Freitag 16 Uhr bin ich für euch da. Und ich habe jetzt hier ein kleines Versprechen einzulösen. Das hatte ich schon vor einer ganzen Weile gegeben und ich musste neulich auch schmunzeln. Da hatte ich im Forum bei 1zu160.net hatte ich einen Kommentar gelesen, dass es hier sich um ein Geheimnis handelt, das ich ungern teilen möchte. Natürlich möchte ich das teilen. Ich möchte sowas nicht für mich behalten. Das ist eine Entdeckung, die habe ich vor einiger Zeit mal gemacht. Da bin ich wirklich durch Zufall drauf gestoßen, wie man eben solche fantastischen Büsche, wie wir das hier im Hintergrund sehen, für die Modellbahn, in dem Fall bei mir für die Spur N, also 1zu160, wachsen lassen kann. Also von selber wachsen lassen kann. Normal pappt man da so ein bisschen Flockage dahin, klebt das fest, die Sache ist erledigt und das sieht, naja, mehr oder weniger nett aus. Aber ich habe dann durch Zufall entdeckt, mit einer bestimmten Art von Flockage oder von Flockenmaterial und mit einem bestimmten Kleber. Und mir ist tatsächlich auch nur mit diesem einen Kleber gelungen, die Büsche in dem Zusammenhang, also in dem Zusammenspiel zwischen diesen Flocken und dem Kleber tatsächlich wachsen zu lassen. Wir sehen es ja im Hintergrund hier schon. Wir sehen ja auch immer die Wolke, die aufsteigt, ist das eine Qualmwolke? Rauch kann es nicht sein. Ist ja egal, jedenfalls diese Wolke, die da mal aufsteigt, die ist also auch nicht besonders gesundheitsfördernd, muss ich mal dazu sagen. Also ich setze immer, wenn ich das mache, eine Maske auf. Eine Maske, die ich hier sowieso da habe. Das heißt, wenn ich irgendwas mit dem 3D-Drucker mache oder wie auch immer. Aber manch einer hat ja fein auch die Masken noch von, naja, ich sag mal von vor 3-4 Jahren noch da. Und kann die auch aufsetzen, das geht auch natürlich, je dichter das Ganze ist, umso besser ist das, denn es ist wirklich kein schöner Geruch. Das ist mal vorab zu nehmen. Ich habe zudem auch noch einmal immer eine Abluft hier bei mir im Zimmer, mit der ich sozusagen, die hängt immer oben drüber, die das direkt abziehen kann. Die hatte ich mal den einen Tag nicht verwendet und ich saß hier bei mir in meiner Männerhöhle, in meiner Bude drinnen, habe das gemacht, habe das Ganze da eingeklebt. Und ja, das hat sogar in Augen gebrannt. Also das sollte man tatsächlich wahrscheinlich nicht direkt einatmen. Noch sieht man es ja hier auf dem Bild recht schön, dass nicht viel passiert. Aber wenn der Kleber dann tatsächlich anfängt, sich mit den Büschen oder mit der Flockage zu verbinden, dann löst das anscheinend eine chemische Reaktion aus. Muss ja. Ich bin jetzt kein Fachmann oder kein Chemiker und würde mir auch nie anmaßen, da irgendwas zu sagen. Wir sehen es jetzt hier recht schön. Und dieser Qualm? Ist das Qualmrauch? Ich habe es gerade eben schon gefragt. Wer es weiß, schreibt es mal in die Kommentare. Und ja, das ist also sehr, sehr beißend. Ja, das kennt man, wenn man schon Sekundenkleber manchmal direkt riecht, wenn das irgendwo heiß geworden ist. Und es wird sehr, sehr heiß. Das ist tatsächlich, sollte man es auch nicht anfassen. Also nicht so, dass man da sich jetzt die Finger verbrennt, aber man sollte es vermeiden, dann mit irgendwelchen Pinzetten alles gut, alles schön. Also ist nicht so, dass man jetzt eine Brandgefahr auf seiner Modellbahnanlage da irgendwo heraufbeschwört. Das wird nicht passieren, aber muss man ein bisschen vorsichtig sein. Wichtig ist auch, wenn man das macht, ich komme gleich noch zu den Zutaten, was ich tatsächlich verwende. Wichtig ist auch noch bei den Ganzen, wenn man das macht, hier ist es satt einzuträufeln. Also oben ein paar Tropfen drauf machen, um vielleicht geizig zu sein, um zu sagen, ah nee, komm, ich mache da nur ein bisschen drauf, das reicht. Nein, das reicht nicht. Man hat verschiedene Möglichkeiten, man sieht es auch in bestimmten Bildern bei mir. Da ist unten drunter immer, wie soll ich sagen, der Weißleim zu sehen. Gerade bei meinem Schrottplatz habe ich es gemacht. Und da sieht man unten drunter auch noch den nicht hart gewordenen oder noch nicht hart gewordenen Weißleim. Ansonsten ist das ja immer sehr, sehr super. Aber wenn man auf diese Büsche zum Beispiel, deswegen kam ich damals auf eine Art Sekundenkleber, wenn man da Weißleim drauf macht, dann ist das alles, das läuft da nicht richtig rein. Das funktioniert alles nicht so richtig, auch mit anderen Büschen nicht. Und deswegen bin ich irgendwann mal auf den Sekundenkleber umgestiegen, habe gesagt, okay, nimm doch einfach Sekundenkleber. Ist doch jetzt egal, ob da die Fläschchen 6 Euro kostet oder nicht. Unsere Modellbahn-Hobbys, die sind so teuer. Das lohnt sich gar nicht, da jetzt irgendwas draus zu machen oder geizig zu sein. Und deswegen, ich habe sogar bei mir im Schrank hier 6 Stück von diesen Flaschen noch im Vorrat stehen, weil man eben doch ein bisschen mehr braucht. Also man sollte tatsächlich den Kleber in die Flockage reinlaufen lassen, durchlaufen lassen, dass auch der Busch
unten tatsächlich auf der Platte der Modellbahn mit diesem Kleber kleben kann. Ich habe auch manchmal schon gehabt, dass ich dann so kleine Büsche abheben konnte, nachdem sie trocken waren, weil es eben nicht genug war. Dann kann man es natürlich immer noch mit Weißleim wieder an Ort und Stelle irgendwo platzieren. Dann kommen wir jetzt mal zur Flakage. Das ist also eine Flakage, die habe ich tatsächlich im Fernost gekauft, in China, direkt über AliExpress. Ich verlinke euch die Produkte unterhalb des Videos. Da könnt ihr dann direkt draufklicken und könnt da hinkommen, könnt es euch bestellen. Und ja, gerade bei dem Kleber, den verlinke ich euch auch, der Link dann zu Amazon. Und wenn ihr da draufklickt, euch den kauft, da kriege ich, glaube ich, 5 Cent oder sowas, eine Provision dafür. Das ist nicht, dass mein Grund des Videos ist, aber wenn ihr mich damit unterstützen wollt oder könnt, wäre ich euch dankbar. Und kostet euch also auch nicht mehr, kennt man ja, ist ja alles überhaupt kein Problem. Dann die Flakage, wie gesagt, aus Fernost von AliExpress gekauft. Das war auch ein Zufallskauf, da gibt es also verschiedene Farben, ein bisschen mehr ins Gelbe rein, ein bisschen mehr ins Grüne rein oder ins Blaugrüne. Es kommt darauf an, was man irgendwo ein bisschen will. Also es verändert sich auch definitiv die Farbe, wenn man mit dem Kleber arbeitet, wenn man das damit behandelt, dann bleibt das eben nicht so dunkelgrün, wie man das so hat oder wie man das so sieht, sondern es ändert sich zu einem hellgrün. Und verwende ich ein helleres Grün, ich habe ja hier so ein beige, nee, was ist denn das hier, so ein gelbgrün oder irgend sowas, dann wird das eben noch gelbgrüner oder wie auch immer. Also es wird heller, es wird definitiv heller und deswegen bemale ich zum Schluss sogar die Büsche immer noch mit einem Pinsel, gehe ich meistens in so eine ja, olivgrüne Farbe oder irgendwas in der Art, was euch so gefällt, was bei euch ein bisschen dazu passt. Und dann könnt ihr die Büsche von oben immer noch ein bisschen beträufeln. Das jetzt ist hier der Kleber, den ich verwende. Das ist von, wie ich gerade sagte, vom Verlinken her von Amazon. Da habe ich also verschiedene ausprobiert. Also ich habe mich direkt danach gesucht, aber das war wirklich Zufall. Habe da verschiedene ausprobiert. Und mit diesem Kleber ist es tatsächlich so, dass es funktioniert. Und es funktioniert meiner Erfahrung nach bis jetzt nur mit diesem Kleber. Ich weiß nicht, was da drin ist, wie gesagt. Und das maße ich mir nicht an. Und deswegen auch der Hinweis, Freund, mit dem Atemschutz, das ist schon besser. Das sollte man auf jeden Fall machen. Dann würde ich sagen, ja, mit diesen Bildern will ich mich von euch verabschieden für die Woche. Wie gesagt, das war ein Video, was ich euch schon vor einer Weile versprochen habe zu bringen. Wir sehen uns nächste Woche, Freitag 16 Uhr. Ich würde mich freuen, wenn ihr eins von diesen beiden Videos euch hier oben anschauen würdet. Wenn ihr da reinklickt, der Algorithmus freut sich, der Uli freut sich und alle freuen sich und alle sind zufrieden. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Reinschauen. Macht's schön gut, bis nächste Woche. Tschüss, euer Uli.